Hallo, ich dachte, ich starte die neuen Videos. Oh Gott, meine Haare, egal. Ich dachte, ich starte die neuen Videos nach unserer langen Reise mit einem Vlog. Wir sind gestern Abend angekommen, sind dann einfach nur noch ins Bett gefallen und oh, meine Haare gehen gar nicht, die muss ich gleich noch machen. Und heute Morgen habe ich erstmal geputzt. Kennt ihr den Geruch von Staub? Weil wenn man 3 Wochen nicht da war, hat sich sehr viel Staub angesetzt. War furchtbar. Also habe ich erstmal geputzt und alle Diffuser in der Wohnung angeworfen, damit es wieder gut riecht. Und dann habe ich schon die Hälfte vom Auto ungefähr ausgeräumt und die Taschen und Koffer entsprechend auch schon wieder ausgeräumt. Und die erste Maschinewäsche läuft auch schon. Ich wollte es eigentlich ein bisschen ruhig angehen lassen. Aber sowas muss ich auch erledigt haben. Sowas kann ich nicht anstehen lassen. Und jetzt mache ich aber erstmal eine Pause. Jetzt fahren wir erstmal zu unserer Familie. Sagen, dass wir wieder da sind, Hallo sagen und dann hole ich meine Einkäufe ab. In solchen Situationen sind solche Abholservices nämlich geil. Das heißt, ich habe gestern Abend meine Bestellung fertig gemacht. Das wird jetzt dort im Markt gepackt und dann muss ich das einfach nur noch abholen und bezahlen und spare mir die Zeit des Einkaufens. Guck mal, wer sich ganz doll gefreut hat, dass wir endlich wieder da sind. Also sie waren die 3 Wochen natürlich nicht komplett alleine, ne? Sie wurden gut, sehr gut versorgt. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn wir jetzt alle wieder da sind. Wir haben euch auch sehr vermisst. So, ich habe jetzt noch 2 Taschen im Auto. Dann habe ich es endlich geschafft. Und gerade beim Tasche auspacken ist mir das hier in die Hand gefallen. Dazu wollte ich jetzt gerne mal kurz was sagen. Das war nämlich, das kam, glaube ich, einen Tag bevor wir losgefahren sind, kam es an. Und ich habe es noch schnell eingepackt und war auch sehr, sehr glücklich darüber. Und zwar ist das: Das Universum steht hinter dir, das Journal. Es sieht schon so mega genial aus. Und zwar ist das von Gabrielle Bernstein. Ich glaube, ich habe den Namen nicht richtig ausgesprochen, aber sie hat unglaublich viele tolle Bücher geschrieben und Kartensets rausgebracht. Und das ist jetzt ein Journal von ihr aus dem Irisiana Verlag. Und wie gesagt, das sieht von außen schon mega toll aus. Vertraue den Zeichen des Universums und du wirst immer geführt. Kosten tut das Ganze 14 Euro. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das von innen aussieht. Es ist so wunderschön. Ich hatte tatsächlich am Anfang Schwierigkeiten, da reinzuschreiben. Ich habe es dann aber in der Zeit sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne genutzt, weil es auch unglaublich Spaß gemacht hat, wenn das so wunderschön illustriert ist, das dann auch wirklich zu nutzen, zum Journalen und da Dinge reinzuschreiben. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Seiten. Es ist echt, ich habe noch nie so ein wunderschönes Journal gesehen. Können wir nochmal hier vorne anfangen? Willkommen, liebe Freundin. Dieses Journal ist das Ergebnis all der wunderbaren Reaktionen auf unser Kartendeck. Das Universum steht hinter dir. Was ich mir jetzt übrigens, nachdem ich dieses Journal habe, unbedingt zulegen möchte. Wir möchten hiermit einen Raum für dich öffnen, einen Raum zum Eintauchen in diese Bilderwelt. Einen Raum, den du dir mit Hilfe der Kunstwerke und Worte des Journals und deinen eigenen Schöpfungen selbst gestaltest. Mögen deine Handschrift und deine Kritzeleien überfließen in die Bilder hinein und über die Bilder hinaus. Und ich bin ja jetzt nicht so der Mensch, der beim Journal da unglaublich schöne, hübsche Sachen fabriziert. Deswegen sieht mein Journal, also meine normalen Journals, auch nie besonders toll aus, nicht so wie bei anderen. Jetzt muss ich mal hier erstmal umblättern, das ist nämlich das, wo ich so ein bisschen was geschrieben habe. Und zeige euch jetzt einfach mal ein paar Seiten, wie die gestaltet sind. Und also wie gesagt, die sind an sich schon einfach so schön. Auch mit ganz tollen Sprüchen. Ich tue alles, was nötig ist, um mich dem Bewusstsein zu öffnen. Oder hier, nichts ist sexier, als wenn ich authentisch bin. Und manchmal, als ich so durchgeblättert habe, hätte ich mir gewünscht, dass es tatsächlich von manchen Illustrationen, wie hier zum Beispiel, Briefpapier gäbe. Weil, ne, also die Seiten würde ich niemals hier rausreißen. Aber ich glaube, es wäre halt einfach mega cool, wenn man von manchen Illustrationen einfach Briefpapier hätte. Ich bin ja ein Mensch, der tatsächlich noch das auch so geil
der tatsächlich noch Briefe schreibt. Und das wäre, glaube ich, wunderschön. Ich entscheide mich, durch Liebe zu lernen. Also auch sehr inspirierend, was hier so drin steht und einfach so schön gestaltet. Also wer vielleicht ein Journal sucht oder noch nicht die richtige Motivation zum Journalen gefunden hat, ich bin ja auch so ein Mensch, brauche auch immer so ein Ticken Motivation für einige Dinge, dieses Buch oder dieses Journal gibt euch diese nötige Motivation, weil man da einfach Bock hat, das zu nutzen und da reinzuschreiben. Und das ist echt, echt so schön. Und ich hoffe, dass ich noch ganz lange hier reinschreiben werde, dass es nicht so schnell voll wird. Ich verlinke euch das Journal Das Universum steht hinter dir. Auf jeden Fall unten in der Infobox. Also ich finde es wirklich wunderschön und habe es gerne in den 3 Wochen genutzt. Also ich wollte tatsächlich ein bisschen sanfter eigentlich in den Alltag starten. Aber wie das bei mir halt so ist, hat mich das tatsächlich unglaublich genervt, dass es staubig war, dass Flusen rumgeflogen sind, was natürlich ganz normal ist, weswegen ich einmal die komplette Wohnung geputzt habe. Dafür ist das Auto noch nicht ganz leer, das ist aber völlig in Ordnung. Das kommt einfach noch in der Mausepups. Genau. Und ansonsten haben wir nicht viel gemacht, weil ich glaube, wir brauchten erstmal so diesen einen Tag, um hier zu Hause anzukommen, um uns vorzubereiten auf den Alltag, der ja morgen dann sofort wieder losgeht mit Kindergarten und Arbeit. Ich versuche diese Woche noch das Tempo so ein bisschen rauszunehmen, noch nicht so viel zu arbeiten, die Kinder frühestmöglich aus dem Kindergarten abzuholen, sobald alle Termine erledigt sind, und da einfach noch ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen, beziehungsweise die Langsamkeit? Der 3 Wochen Auszeit noch ein bisschen mit in den Alltag nehmen zu können, bevor es dann wieder rund geht. Die 3 Wochen Auszeit haben sehr gut getan, aber ich werde dazu nochmal ein extra Video drehen, weil ich auch so einige Erkenntnisse hatte, wo ich auch so Dinge festgestellt habe, was ich für mich im Alltag gerne ändern möchte oder anders machen möchte oder neu machen möchte. Und dazu werde ich nochmal ein neues Video machen, was das konkret ist und wie ich das umsetzen möchte, wie man auch motiviert bleibt, das umzusetzen, wie man da dran bleibt, wie man das macht. Da mache ich auf jeden Fall nochmal ein extra Video dazu. Und in den 3 Wochen hatte ich mir mega viel vorgenommen zu lesen. Ich habe nicht so viel gelesen, wie ich gerne wollte, aber doch schon einiges. Und zwar dieses Buch hier, die Reihe Die Sturmschwestern kann ich übrigens... Quatsch. Die Sturmschwestern, so heißt der 2. Teil. Die Reihe von Lucinda Riley heißt aber Die 7 Schwestern. Die Reihe kann ich sehr empfehlen, ist sehr genial. Hat vor mir schon meine Mama gelesen, meine Oma gelesen, und jetzt lese ich das, und das ist wirklich toll. Das ist so eine Reihe, wo man dann in diese Welt abtaucht und immer weiter und weiter und weiter lesen möchte. Und das werde ich jetzt die nächsten Tage weiterlesen. Hi, hier kommt noch Nummer 2. Hallo Baby. Hi. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht gerade lest. Ich suche auch immer wieder nach neuen Inspirationen. Und da hängt jetzt schon die erste Maschine Wäsche und es warten noch viele weitere auf mich. Um den Tag jetzt ausklingen zu lassen, ich hoffe, ihr hört mich bei dem einlaufenden Badewasser. Wir können sie auch mal kurz ausmachen. Um den Tag jetzt ausklingen zu lassen, starte ich jetzt erstmal mit einem Bad. Das habe ich nämlich jetzt 3 Wochen nicht gemacht. Und zwar habe ich hier von Dresdner Essenz, ich finde das super geil, in Kooperation mit Easy Mind, Meditation in der Wanne, Achtsamkeitsritual loslassen mit Ilang Ilang Pflegebad. Und zwar funktioniert das so, das hier oben erklärt, dass man diesen QR-Code einscannt und dann die Meditation macht. Dauert ca. 15 Minuten, diese Meditation halt macht, während man in der Badewanne liegt. Und hier steht jetzt noch, das muss ich mir kurz ranholen, sonst kann ich das nicht lesen. Erlebe mit der Bademeditation Loslassen eine ganzheitliche Sinneserfahrung durch die Kombination aus einem harmonisierenden Ilang Ilang Duft, riecht wirklich tatsächlich sehr gut, intensiver Farbe, sanftem Schaum und gesprochener Meditation. Schließe deine Augen, lass den Geist zur Ruhe kommen und sei einfach glücklich.
Die Bademeditation hilft, negative Gedanken loszulassen, um dabei die innere Balance wieder herzustellen. Und das werde ich jetzt mal machen und werde euch dann gleich berichten, wie ich das fand. Und auf dem Gesicht habe ich jetzt hier schon von Balea so eine Peel-Off-Maske, weil ich das seit 3 Wochen auch nicht gemacht habe. Also, erstmal riecht es sehr, 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 sehr gut. Ich war ein bisschen skeptisch bei Ylang Ylang. Das kann manchmal in die Hose gehen, wenn es nicht richtig gemacht ist, dann finde ich den Geruch nicht so gut. War aber sehr angenehm. Und die Meditation war nett. Also, nicht wundern, die Katzen jagen sich gerade. Also, für Meditationseinsteiger fand ich es sehr, sehr passend. Ich habe mir zum Thema Loslassen ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber ist okay, kann man mal machen. Aber kann man halt auch mal ausprobieren, wie das so für einen ist, in der Badewanne zu meditieren. Ich fand es okay. Müsste ich jetzt aber nicht jedes Mal tatsächlich haben. Aber im Großen und Ganzen kann man dieses Kombipaket tatsächlich einfach mal für sich ausprobieren. Und wer das vielleicht schon mal gemacht hat, kann mir ja gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben, wie er das so gefunden hat. So, und jetzt als letztes des Tages endlich Netflix. Ich hatte jetzt 3 Wochen lang kein Netflix und ich wusste, dass in dieser Zeit 2 Filme rausgekommen sind, auf die ich übelst Bock habe. Der eine davon ist Easy und Ossi, den gucke ich jetzt, weil ich den männlichen Hauptdarsteller so toll finde. Das ist Dennis Mohyen. Und hierum geht es. Damit ihre Eltern ihrem Traum von einer Karriere als Köchin nicht länger im Wege stehen, täuscht eine Milliardärstochter eine Beziehung mit einem mittellosen Boxer vor. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Der zweite Film, der mich sehr interessiert hat, war To All the Boys I Loved Before Teil 2. Und ich bin gerade nochmal so die Neuerscheinungen durchgegangen und habe gerade sehr, sehr viele, vor allen Dingen auch geile Serien meiner Liste hinzugefügt. Also die nächsten Wochen sind abends gerettet, weil ich tolle Sachen auf Netflix gefunden habe. Und da bin ich tatsächlich sehr glücklich darüber, dass ich jetzt Netflix wieder habe. Und damit verabschiede ich mich auch von heute, für heute, von euch. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Solltet ihr Videowünsche haben, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.